Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Madison. Los geht's, wir gucken, was die Statuen da für uns hingelegt haben. Kann ja nur Gutes sein. Aber ich glaube, ich habe schon gesehen, es ist ein Schlüssel. Und warum kann ich jetzt auch bei denen was reinlegen? Darf ich den Schlüssel erst nehmen und das Necronomicon oder was auch immer das da ist, wenn ich euch was opfer? 7? Aber ihr seid doch nur 4. Wir gucken mal. Das ist ein Eingangsschlüssel! Das war doch ein Eingangsschlüssel. A body exchange ritual? Das Körper aus. Ja, Körpertauschritual. I need to put an end to this. Ja, wäre schön, wenn das funktionieren würde. Ein sentimentales Objekt. Der Ring. 7 Opfer. Den Schädel haben wir schon. Das ist dann wahrscheinlich das hier. 2 Körper, ein Gast und ein Wirt. Menschliche Asche. Okay, wir können ein bisschen was ablegen. Ich könnte mir vorstellen, in unseren Kisten sind vielleicht sogar noch Teile davon. Wir haben den Schädel. Ist ja egal, wo ich das hin tue, denke ich mal. Können wir den nämlich auch schon mal ablegen. Aber was ich mich gerade frage, ist, machen wir damit nicht genau das, was sie von uns will? Nämlich den Körpertausch. Das heißt, wir tauschen mit Madison ja dann. Wir sind ja noch in unserem Körper. Eigentlich sollten wir hier rein gar nichts machen. Aber das wird das Spiel wohl nicht zulassen. Ist die Eingangstür. Da war also doch was drin. Das heißt, eins beinhaltet die Asche und das andere dann wahrscheinlich Körperteile. Müssen jetzt die Körperteile gewesen sein und das ist dann die Asche. I think I should open it first. Okay. Das sind auf jeden Fall die Körperteile drin gewesen oder Teile davon. Die haben wir ja ganz am Anfang gefunden. Kann ich? Wie kann ich das denn benutzen? Wir bräuchten wahrscheinlich sowas wie Rostumwandler oder Entroster. Madison. Das sind die Körperteile. Madison. 1, 2, 3 und 4. Und wir haben 5, 6, 7. Darf ich nochmal? Darf ich nochmal? Bitte gib mir das nochmal. Ich hätte auf den Boden gucken sollen. Aber ich denke mal, das wird dann wohl 5, 6, 7 sein. Okay, was war's? Wir brauchen den Ring. Den Ring noch. Und jetzt gehen wir erstmal zur Tür. Und versuchen hier erstmal rauszukommen. Da unten. Rein damit. Aber Madison wird uns wohl nicht gehen lassen. This is from Grandma's Diary. Errungenschaft freigeschalten. 15. Juni 1972. Ich hasse es, wenn Albert die Nacht durcharbeitet. Sobald es dunkel wird, ist es so, als ob die Welt Kopf stehen würde. Da sind knarzende Geräusche überall im Haus und das Haus. Ich weiß, dass meine Sehkraft immer mehr nachlässt, aber gestern habe ich mich in meinem eigenen Haus verirrt. Und das nicht wegen meiner Sehkraft. Die Räume bewegen sich umher. Ich konnte nicht einmal mehr mein eigenes Schlafzimmer finden. Wir sind nicht mehr sicher. Nicht mehr. Nicht, wenn dieses Ding mitten unter uns lebt. 16. Juni 1972. Albert war wütend auf mich, weil ich überall im Haus Kerzen angezündet habe. Aber ich habe das Gefühl, dass das Licht uns beschützt. Wirklich? Kerzenlicht kann uns beschützen? Dann sollten wir zuallererst. Must be something useful. Ja, ich sehe es auch. Dann sollten wir zuallererst Kerzen aufbauen. Das brauchen wir. Aber das ist doch alles an. Das ist alles an. Und. Nee, warum sollte ich das. Warte mal, mach's mal wieder hoch. Danke. Ich denke, das ist ein späteres Rätsel. Irgendwas.
muss dann wahrscheinlich noch ausgeschalten werden. Aber wir gucken erstmal jetzt endlich, was in der Küche drin ist. Da gehen wir nicht nochmal rein. Frag mich ja auch, ob unser Papa immer noch gegen die Tür da drüben hämmert. Oder ob er es inzwischen aufgegeben hat. So, das können wir jetzt aufmachen. Gucken, was in der Küche wirklich nur das rote Bild? Ich glaube, wir haben schon so viele übersehen. 3 von 20. Ich möchte nicht wissen, wie viele in diesem Labyrinth schon waren und warum sind da wieder Kakerlaken. Nein! Geht weg! War's das? Hab ich? Ich hab das aber immer noch. Aber mir fällt auch nichts mehr ein, wo noch eine Kette hing. Fällt euch noch was ein? Sonst haben wir ja alles durch. Nein! Okay, es geht wieder auf. Ich hätte es gedacht, wir sind hier drin eingesperrt. Was hat das hier mit... Ach, hier, ja. Das könnte man damit noch probieren. Und die andere Seite, auch wenn wir wahrscheinlich das gar nicht mehr bräuchten. Wir benutzen die Toilette ja nicht, aber wir gucken zumindest mal kurz rein. Na. Mach auf. Danke. Das ist ein Betonblock. Zumachen. How many times do I have to tell you there's nobody in this house? Al. I'm done with your bullshit. Albert, listen to me. Just a book. A fucking book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. It's a disease, Elizabeth. You are sick, for the Lord's sake. Not sick. You'll end up losing your mind. You don't cut the crap. Look, there's nothing to do. I wish you'd stop acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pills. Jesus! Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? Nicht einfach so. I'm telling you that... That fucking thing is what's causing Enough, this for me! Enough, Elizabeth! Stop acting like a 10-year-old and go to bed! Albert! Everything started the day we brought that fucking book to this house! It's a disease, Elizabeth. You don't believe me? It's bestimmt Madison's house. I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. Weißt du, was du machen kannst? We are not staying here! Hey, wait a minute. This is... You're paranoid, Ellie. It's 4 a.m. Go back to bed before we wake up Johnny. Come on. We can talk about this. You're gonna regret this. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock. Oh. Weiß nicht, was so schlimm gewesen wäre, wenn sie wirklich den kleinen... Nein! Besetzt! Wenn sie wirklich den Kleinen genommen hätte und zu, vielleicht sogar zu ihrer Mutter gefahren wäre oder so. Wow, genau dafür krieg ich eine Errungenschaft. 100 Fotos, das war mein 100. Foto. Hallo? Albert? In den Uhrenraum kommen wir trotzdem noch nicht. Aber was haben wir denn? Da sind ja die blauen Knie drauf. Wir haben jetzt einen Betonblock gefunden. Aber ich weiß auch nicht, was wir damit machen. Betonblock. Der wird hier wohl nicht in diese Statuen gehören. Da ist ja bestimmt nicht Asche oder sowas drin. Müssen wir den zersägen? Nee. I think I should open it first. Ja, das ist mir schon klar. Kann man nicht einfach hier danach mal versuchen, mit der. Was ist das? Wie heißt das?
Mit dem Bolzenschneider, dankeschön. Manchmal fallen einem die einfachsten Worte nicht ein. Mit dem Bolzenschneider versuchen wir es aufzuschneiden. Strom! Vielleicht müssen wir auch das Ding hier ankriegen. Ja? Nein? Das hier vielleicht anmachen? Ich hab nur... Guck mal, ist das B14? Ist ja auch B14. Hoch, runter, runter. Ich schalte mal alles... Okay. Hoch, hoch. Das funktioniert auch nicht. Runter, runter, hoch. Runter. Runter, runter, hoch. Hoch, runter. Nee. Runter, und das ist Try and Error. Hoch, hoch, hoch. Runter. Runter, runter, hoch, 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 hoch. Keine Ahnung, was wir damit machen. Aber wir probieren es einfach. Runter, runter, hoch, hoch. Das ist wieder anders jetzt. Runter, runter, runter. Runter, 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 runter. Ja, Madison, wir kommen gleich. Hoch. Runter, runter, hoch. Runter, 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 hoch, hoch, runter. Ja, war doch das Ding. Das da. Schön die Asche raus. Mhm. Fotos. Kann ich den Betonblock auch nochmal irgendwie... Okay, das läuft jetzt die ganze Zeit. Bilder gucken. Wo sind die Bilder? Sind die bei uns mit? Hier. Okay, dann sind die wahrscheinlich doch noch in der Box. Okay. These must be Madison's victims. So wie wir zumindest... Es fehlt ein Opfer. Wir haben hier vier. Wir haben unsere Mutter und unsere Schwester. Oder hatten wir zwei Schwestern? Wir hatten ja am Anfang diese zwei Fotos. Und ich dachte, das waren nur zwei. Aber ich kann mich auch irren. Errungenschaft freigeschalten. Bloodies. So, und was passt? Ja. Was passiert hier gerade? Von da? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Kann sein, dass wir die ganze Zeit die richtigen Zahlen hatten. Nur, dass es jetzt erst funktioniert. Dann probieren wir nochmal 1, 2, 5, 8. Weil es steht ja da. So, 1. Ja, kleinen Moment. 2. 5. 8. Hat das jetzt funktioniert? Ich versuche noch auf das Klicken zu hören, aber. Ich glaube, es ist einfach egal, wann das kommt, oder? Das funktioniert also doch nicht. Okay, dann gucken wir einfach hier. Irgendwo. Ich hätte vielleicht dann hier irgendwo gedacht. Die Tür ist auf jeden Fall wieder auf. Wo stehen überall Zahlen? Kassette Nummer 3. Dann hören wir uns erstmal die Kassette an. Dankeschön. So, mitnehmen. Und Nummer 3. Wir können die anscheinend mitnehmen.
Bluetooth-Übertragung. John, I must stress to you how dangerous these demons really are. I've witnessed a few exorcisms in my time. Not everyone lived to tell the tale. These beings are not alive, and that makes them stronger than us. They entertain themselves with us. They enjoy our fear, causing us pain. They feed off of it. It gives them power, gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's all but impossible to stop. Na toll. They play with our bodies and minds. Does this mean that? Until they find what they were looking for. That woman is attached to the camera? They're no longer human. Attached to me? Beyond everything we know. John, I implore you. She's no longer human. Seek help. I'll investigate that woman you told me about. Madison Hale. And I'll get back to you as soon as I find something. Keep all of this information away from your son. Aber warum? Er könnte uns dadurch warnen. As soon as you get this message, but please, please do be careful. If your child has already had contact with this entity, ja, his life, yours and your family's are Mom. In jeopardy. Chanel, what have I done? Schlimme Dinge, würde ich sagen. I need to find a way to end this. Ja, das versuchen wir doch schon. Fuck. Nein, ich wollte noch die Kassette ablegen. Nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. My body burns. Horns? Hörner? Nein, nein. Wir werden nicht zum Teufel. I think I've seen something like this in the house. Im Haus? Wo waren denn Hörner im Haus? Kassette ablegen. Den Rest behalten wir. Könnte ja nützlich sein. Hörner. War aber immer noch eine Zahl. Die Zahl des Schlosses. Hörner. Also hier nicht. Hier nicht. 1, 2, 5, 8 hat auch nicht funktioniert. Vielleicht kommt das doch erst später. Ich bin mir halt uneins. Vielleicht ist das auch so eine optionale Möglichkeit, das Schloss da aufzukriegen. Und den Körpertausch damit zu beenden. Das wird ja auch immer schlimmer, aber ich weiß ich nicht, ob das so optional wirklich ist oder ob das Spiel nicht doch eher linear aufgebaut ist. Hörner! Wo waren denn Hörner zu sehen? Ja, danke. Auch nicht. Ah, ich weiß, ja, ich weiß wo. Vielen Dank für den Hinweis. Ich hab ihn mitbekommen. Ich hab den telepathisch übertragen, da. Fünf. So kriegen wir die Zahlen. Da ist es auch 1, 2, 5, 8. No. Dann hau ich euch. No. Wie oft wir das schon eingegeben haben. No. Fuck. I can't feel my fingers. Aber dann setz dich erstmal. What is happening to my body? Schlimme Dinge passieren mit deinem Körper. I don't know what this could mean. There was a red light, but everything was dark. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Es gibt dieses rote Licht. Und mit der Uhr hier hinten. Ne? Da. Kann ja nur hier sein. Das ist das einzige Rotlicht, was mir einfällt. Es nochmal. Das war nichts. Dafür haben wir noch nichts. Der Safe noch. Was war das?
denke mal, da kommen wir erst rein, wenn wir irgendwas im Uhrenraum gemacht haben. Wir haben aber sonst kein... Habe ich ein rotes Licht übersehen? Okay, ich würde sagen, ich suche noch ein bisschen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe hier lange rumgesucht und ich habe nichts gefunden. Und ich gebe es zu, ich habe jetzt im Internet geschaut, damit ich hier nicht noch stundenlang weitersuche. Und ich, sorry, aber ich weiß nicht, ob ich alleine drauf gekommen wäre. Aber das rote Licht schaltet sich hier ein. Und wir hatten das ganz am Anfang, das ist schon länger her, wenn der Generator aus ist. Das heißt, wir müssen den Generator wieder ausschalten. What the hell am I doing? Da wäre ich, sorry, aber wow, Notfallbeleuchtung. Das, ja. Wenn man es noch weiß, kommt man, glaube ich, drauf, aber ich habe es auch beim Vorbeisehen nicht gesehen. The doorbell. I gotta get to the front door. Hä? Wo ist denn die Vordertür? Erst hieß es ja, da vorne ist die Vordertür, das war es aber auch nicht, es war nur runter zum irgendwo. Dann hieß es mal, hier war die Vordertür, aber das ist dann auch keine Vordertür. Aber jetzt habe ich dich voll erwischt, Maddie. Alte Bitch, du. Ach, wirklich? Ach stimmt, die war versperrt durchs Klavier. Weiter habe ich auch nicht gelesen. Also wie es hier jetzt weitergeht, habe ich keine Ahnung. She's playing with my mind. There is no fucking escape. Suggesting the latter, police officers found books at the scene containing strange symbols, candles, dead animals, and one of the more macabre details, photographs of the dismembered limbs of her victims. Apparently, the woman photographed the corpses while mutilating them. Schick, machen wir auch. It is still unclear whether the photos were part of the rites she was carrying out, or if she simply took the photos to immortalize the events. According to official sources, the 43-year-old woman, Madison Hale, intended on murdering 7 people. Fortunately, the police were notified before she could carry it out, putting an end to the massacre after the 4th victim. Deswegen sind noch nur 4 drin. It is still unknown if she was under the influence of any drugs, or if it was actually a witchcraft ritual as indicated by the evidence found at the scene. Aber mit wem wollte sie denn den Körper tauschen damals? Police officers found books at the scene. Containing strange symbols, candles, dead animals, and one of the more macabre details, photographs of the dismembered limbs of her victims. Wiederholt sich jetzt, oder? Apparently, the woman photographed the corpses while mutilating them. Okay. It is still unclear whether the photos were part of the rites she was carrying out, or if she simply knew. Eins. Nein, es ging doch noch weiter. Das ist lang wie am Anfang. Das ist lang wie dasselbe. Halt, nein, ich möchte ruhig dort. Dann möchte ich nochmal hören. Warum sind wir jetzt so langsam gefahren? Witnessed her dragging the body into the house and notified the police. The woman's body was found unrecognizable in more than 13 pieces. Hat das irgendeine Bewandtnis jetzt, was der sagt? The final victim was a 35-year-old woman. So der grad... Madison stabbed her at her oh Gott, ja, das sind die einzelnen Opfer. Witnessed her dragging the body into the house and notified the police. The Opfer Nummer 4. 13 Teile. Harrison. The final victim was a 35-year-old woman. George Brown. Madison stabbed her at her own front door. Müssen wir jetzt den richtigen finden? Was?
Nee, da muss ich noch nichts. Okay, 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 okay. 35 Jahre alte Frau. Und wann Madison wurde wann? Wann gestoppt? 1987, glaube ich. 87. Das heißt 52. 52 geboren. Nee. Auch nicht. No smoking. Aber er ist keine mit 52. Kate Lewis mit wahrscheinlich die hier. Die kein Datum haben. Aber ich glaube, hier können wir noch nichts machen. Mit dem Hammer? Okay, wir können was mit dem Hammer machen. Immer drauf! Ashley Smith. Hat das jetzt was ausgelöst? Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Wir fangen mal von unten an. Hallo! Ja, auf drei freue ich mich ja schon. Nummer 1. I wonder what these numbers are for. Ja, wofür wohl? Ihr eigener 75-jähriger Vater. Der Fahrstuhl hat sich bewegt, denke ich. Ist sie auch schon wieder hier? Kate Louise Smith. Da ist Nummer 3. Ich fotografiere das auch mal. Ich stehe noch ein bisschen auf dem Schlauch, was es mit dem Rätsel auf sich hat. Robert Hale. Madison Hale. Also das müsste ihr Vater sein. Ich denke mal, wir müssen auf jedem Raum dann das richtige Opfer finden und fotografieren. Also es wäre hier gewesen. Aber keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Wir gehen auf die 2. Ich würde das gerne in dieser Folge, denke ich, noch fertig machen. Es sei denn natürlich, es dauert länger. Ihre Mutter. Ich weiß nicht, ob es richtig war. Ja. Ihre Mutter, wir haben die Mutter gemacht. Ich gucke trotzdem die anderen mal noch an. Oh, da war ich schneller wieder weg. Plötzlich auch das Licht hier drin. Also wir müssen die richtigen Opfer finden. Aber ich dachte, ist 5 dann sie selbst? Kann das sein? Kann das sein, dass wir deswegen nur 2 Opfer hatten, weil sie selbst das Opfer ist? So, wer ist das dritte Opfer? 27 Jahre alter Mann. Der auf jeden Fall nicht. Maybe I can break the wall with something. The young man died instantly. His body was dismembered as well. Guck mal, 27 Jahre alten. Das ist der Richtige.
Gucken wir doch mal bei Nummer 4. Halt, 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 halt. Ihr habt das gesehen, oder? Es tut mir leid, aber ich... Wenn ich es schon sehe, dann nehme ich das natürlich mit. Nein! Aber wir müssen ihn nochmal hochfahren. Jetzt erst im richtigen Moment abdrücken. Ja, da haben wir es. So, die Frau. 35 Jahre alte Frau. Jetzt wissen wir ja inzwischen auch, was wir zu tun haben. 75, das war aber ein Mann. Ashley Smith 2001, kann es auch nicht gewesen sein, dann ist er 87 gewesen. Ja. Ich denke, es ist so auf jeden Fall richtig. Sind wir das letzte Opfer? There are no numbers on this one. Ja, natürlich ist es der Spiegel dann. Ja, wir sind das fünfte Opfer. Wir müssen uns... Wir haben uns aber nicht erhängt. Die 8. 5 und 8. Dein hohen Schlüssel. Wir kriegen hier bestimmt 1, 2, 5, 8. 5 und 8 schreibe ich mir auch mal auf. 5, 8. Vielleicht ist das die Reihenfolge dann. Ja, ist gut. Ich hab's verstanden. Warum sind die jetzt alle dunkel? Ist gut jetzt. Oh. Ich gehe jetzt. Kannst noch so oft you sagen, ich gehe jetzt. Tschüss. Tschüss. Mach die Tür zu. Reicht. Nein, reicht. Zu. Und Generator wieder anmachen. Und es speichert auch. Oh, wir machen den Generator noch an, dann beende ich die Folge. Kann sein, dass wir dann einfach in der nächsten Folge das nochmal machen müssen, weil damit beende ich nämlich auch die Aufnahmesession erstmal. Oh, mit Licht lässt sich doch viel besser spielen. An dieser Stelle, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich denke mal, der Schlüssel könnte für die Uhren, für das Uhrenzimmer sein. Wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.